Idiot, du bist so ein Arsch. Echt, also wenn du das machst, gucke ich dich mit dem Arsch nicht mehr an. Mir egal. Das war Wulfen. Das ist übrigens ein neues Wort, das jetzt im Duden vielleicht sogar Aufnahme findet. Wulfen ist jemand anderen am Telefon mal richtig schön die Meinung geigen. Falls Ihre Kinder das nicht wissen, können Sie als Papa und Mama dann wirklich mal überzeugen. Damit herzlich willkommen zu dieser wundervollen neuen Ausgabe. Es ist viel passiert in der Welt. Ne? Kim Jong-un übrigens hat inzwischen eine Rolltreppe besichtigt. Wer ist das? Egal. Müssen wir uns nicht merken. Und der Weltuntergang steht vor der Tür in diesem Jahr und ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, auf den 12. oder den 21.12.2012. Da sagt ja der Maya-Kalender nicht den Weltuntergang voraus, sondern dass wir in eine andere Bewusstseinsebene eintreten. Und das wird die komplette Menschheit verändern. In eine neue Bewusstseinsebene eingetreten ist auch ein Mann, der vor ein paar Wochen noch dick in der Bild-Zeitung Erwähnung gefunden hat. Johannes hieß das. Auf seiner eigenen Beerdigung waren seine Freunde nicht dabei. Und in der Bild-Zeitung stand riesengroß, in großen Buchstaben, wo waren sie denn, deine prominenten Freunde? Auf deiner eigenen Beerdigung. Niemand weiß sowas besser als Johannes Hesters. Und deswegen hatte ich ein Riesenglück. Vor ein paar Tagen habe ich nämlich bei Radio HNA ein Telefonat mit dem Verstorbenen führen können. Und ich möchte Sie gerne daran teilhaben lassen. Hier ist nochmal das Gespräch mit Johannes Hesters im Himmel. Hier ist Radio HNA, 19:15. Ich freue mich so, dass er sich noch mal zu Wort meldet. Nachdem ja die Bild-Zeitung sogar gesagt hat, wo waren seine ganzen prominenten Freunde auf der Beerdigung von Johannes Hesters. Live jetzt aus dem Himmel, Herr Hesters. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an dieser Stelle. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wo haben Sie meine Telefonnummer her? von Herrn Putin, der hat die besten Drähte irgendwie zu Gott. Aber das ist eine ganz andere Frage. Wir geben mal die Frage der Bild-Zeitung weiter. Und die Frage der Bild-Zeitung lautete ja, wo waren denn Ihre ganzen prominenten Freunde auf Ihrer Beerdigung? Ja, mein lieber junger Freund, was soll ich dazu sagen? Tot waren Sie natürlich. Aber jetzt haben Sie alle wieder getroffen. Mit wem treffen Sie sich denn im Himmel so? Ich habe heute Abend ein kleines Treffen mit Marika Röck. Da werden wir noch einmal die Sau rauslassen. Mal schauen, wo eine drin ist, nicht wahr? Richtig. Wie steht's denn um den Skat im Himmel? Wen? Skat. Ja, dem geht's auch gut. Auch schöne Grüße von Hans Moser. Ja, ist ja richtig. Vielen Dank. Und Herr Hesters, vielleicht als letzte Frage an dieser Stelle. Sie sind ja jetzt praktisch Ihrer Frau ein bisschen voraus, sage ich mal. Simonchen bleibt alleine zurück. Wollen Sie ihr vielleicht noch irgendwas mitteilen auf diesem Weg? Nein. Vielen Dank, Johannes Hesters. Schöne Grüße in den Himmel. Ja, auf Wiederhören, mein junger Freund. Und grüßen Sie alle, die noch bald kommen werden. Ja, zur Not grüßen Sie die dann von mir. Vielen Dank. Johannes Hesters, live aus dem Himmel, hier bei Radio HNA. Wir hören dich. Jetzt mit Anastasia und One Day in Your Life. War das nicht großartig? Übrigens, und das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, Radio HNA ist ein Internetsender, den können Sie, wo immer Sie uns jetzt gerade auch sehen, auch empfangen. www.radiohna.de. Herzlichen Glückwunsch schon mal an alle, die den Jahreswechsel geschafft haben. Und gleich gibt es Verbrauchertipps. Ich möchte Sie aber noch darauf hinweisen, dass gleich eine wundervolle Band bei uns zu Gast sein wird, nach der kleinen Pause. Schöne neue Welt. Die erste Sendung im neuen Jahr und Sie sind sogar nach der Werbung noch dran. Jetzt geht es um diese Band. Die Band heißt Neo und sie kommt aus New York, Gießen, Frankfurt, woher noch? Chemnitz, Dresden, Leipzig und Suhl. Alles, ja, alles richtig. Nein, wir kommen aus Gießen, ja.
Aber ihr wollt mal ganz groß raus in die weite Welt und habt dazu eine neue EP aufgenommen. Gucken Sie sich mal bitte dieses wundervolle Teil nochmal richtig an, denn diese EP können wir noch gewinnen im Laufe dieser Sendung. Ich werde eine Frage dazu stellen. Wie viele Songs sind da drauf? Da sind nur 5 Songs drauf, deswegen ist es ja eine EP. Aber 5, wie ich finde, super Songs. Also ihr seid auch zu 5. Ihr seid Markus, Mo, Hannes und Matze und Fee als Sängerin und ihr gebt uns eins dieser 5 Lieder, die da auf dieser EP sind. Und die Frage dazu kommt nach dem Song und dann können Sie auch so eine EP gewinnen. Wie heißt der Song, den wir hören? König auf Lebenszeit. Ich habe jetzt aber auch ein bisschen hier, mir schlafen die Beine ein. Ich muss mal wieder hoch zu den Menschen, aber ihr singt hier unten weiter. Das machen wir, ja. Ich freue mich. Ich will jetzt starten, ganz weit weg und hoch hinaus. Lege los, will nicht mehr warten, lass den Dingen ihren Lauf. Auf meinem Trip ins große Leben frage ich, wohin's mich treibt. Will ich alles, bin ich glücklich, hab ich Angst vor dem, was bleibt. In meiner Welt, in meinem kleinen Universum bin ich König auf Lebenszeit. Ich stehe vor euch mit Stolz und etwas Größe und bleibe auf Ewigkeit. Kein Weg zu weit. Egal was kommt, ich bin bereit. Alles was bleibt ist Vergangenheit. Denn 3, 2, 1, ich bin gestartet, bin auf dem Weg durch meine Welt. Vertrau auf Mut, vertrau aufs Leben, nehme mit, was mir gefällt. Ganz egal, wohin ich gehe, fühl mich nirgendwo allein. Auch nicht einmal der Himmel wird das Limit für mich sein. In meiner Welt, in meinem kleinen Universum bin ich König auf Lebenszeit. Ich stehe vor euch mit Stolz und etwas Größe und bleibe auf Ewigkeit. In meinem kleinen Universum bin ich König auf Lebenszeit. Ich stehe vor euch mit Stolz und etwas Größe und bleibe auf Ewigkeit. In meiner Welt, in meinem kleinen Universum bin ich König auf Lebenszeit. Kein Weg zu weit. Ich bleibe auf Ewigkeit. Ich bleibe auf Ewigkeit. Ein wundervolles Stück Musik. Ein wundervolles Stück Musik. Komm, wir tauschen. Und zwar mit der EP von Neo. Schauen Sie bitte das Gerät nochmal genau an. EP bedeutet, da dürfen nur 5 Songs drauf, sind auch nur 5 Songs drauf. Richtig, ja. Und Sie können so eine EP jetzt auch gewinnen von Neo. Und zwar, wenn Sie eine Frage beantworten. Die Frage lautet,
Wie viele Songs sind auf dieser EP? Sagen Sie die richtige Antwort, eine Zahl zwischen 4 und 6, uns per E-Mail, die E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet, und dann werden wir einfach losen, wer eine dieser Platten gewinnt. Dankeschön an Neo aus Gießen. Hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Sehr. Und jetzt darf ich noch mal eins verraten. Du hast eine Katzenallergie. Ja, und die Katze schabt. Und eigentlich... Ja, die Katze schabt, weil wir sie weggesperrt haben. Für dich! Ja, ganz schlimm. Und ich heiße Mietz mit Nachnamen. Das ist echt ist traurig. Fee Mietz. Ja. Lustig. Weiß mal. Hier, Konzentration auf die Schallplatte. Danke, die gibt es jetzt erstmal seit wenigen Tagen ist die raus. Kann man elektronisch übrigens auch kaufen. Wo? Auf Amazon MP3, auf iTunes und auf Musicload. Und das ist auch das Einzige. Also dieses Exemplar, das gibt's eigentlich so nicht. Deswegen ist der Gewinner natürlich nochmal besonders herausgefordert, jetzt zu schreiben. Genau, und zwar nur der Gewinner. Aber sind wir nicht alle irgendwie Gewinner. Dankeschön, Neo aus Gießen. Danke für den Besuch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Sendung wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Schöne neue Welt. In der ersten Sendung im neuen Jahr sind sie immer noch dran geblieben. Das freut mich. Und immer noch zu Gast, wie versprochen, die Band Neo. Ihr kommt aus Frankfurt und Fee ist die Sängerin. Hallo, erstmal herzlich willkommen. Hallo, wir kommen aus Gießen. Aber wir fangen nochmal an. Also ich komme aus Frankfurt, das war jetzt die Verwirrung wahrscheinlich. Die Band, wir proben in Gießen und die meisten von uns kommen. Wo wollten ihr herkommen? Ja, erstmal. Ein wundervolles Stück Musik. Ein wundervolles Stück Musik. Komm, wir tauschen. Soll ich da reinsprechen, lieber? Würde ich sagen, ja. Ja, willst du sagen? Ich bin nicht drauf. Rote Lampe. Daniel? Ja? Achso, ja, ich bin. Und schon? Wir haben Aussetzer. Wie Aussetzer? Aussetzer. Das hören wir jetzt. Angelina, hier ist die Band Milchmädchen. Die Katze ist hetero.